nach der Schülervorstellung. Eisteereste in 1,5 Liter Tetrapacks. Geruch nach Fruchtgummi, Kaugummi, Vanilledeodorant, Schweiß, der für das noch nicht angekommen sein des Deodorants bei den Jungs aus Reihe 3 spricht. Ein grauer Kapuzenpullover in der vierten Reihe. Diverse nach außen gestülpte Innenleben von Schokoriegelverpackungen. Nachhall von Kichern und Flüstern und Peinlichkeit angesichts von Szenen, in denen halbbekleidete Menschen vorkamen oder Tränen oder Liebe. Ein halb hochgeklappter, halb runtergeklappter Kinosessel, der so dazwischen hängt, seit eine Schülerin das Kino spontan in einer Szene, in der alle drei Faktoren vorkamen, verließ. Eine imaginäre Trennlinie zwischen den Plätzen, wo die Mädchen, die Jungs und die Lehrer saßen. Ein Schneckengedicht. Will eine Schnecke die Nase putzen, muss sie ein Taschentuch benutzen, das zu ihr passt. Die Schnecke nennt so ein Taschentuch auch Schneckentempo.